Moin, mein Name ist Daniel. Ich bin von der Crew, den absoluten Beginnern, beziehungsweise den Beginnern, je nachdem, aus welcher Epoche man das Ganze jetzt sehen möchte. Ich bin heute hier in Berlin, bin beim Pre-Splash am Start und das, weil wir als Band, als die Beginner wieder am Start sind und den Splash auf jeden Fall rocken wollen und das werden wir auch tun, und zwar am 7. Juli. Ganz normal, das wird der erste Event auf jeden Fall in Sachen Hip-Hop. Egal, ob es jetzt deutsche Sachen sind, internationale Sachen, so was in Deutschland so gehen kann, das ist ja auf jeden Fall das Highlight, da muss man auf jeden Fall hinkommen, da sind wir auch am Start, deswegen bin ich heute hier zusammen mit DJ Matt, war hier und habe auf jeden Fall die Hütte gebaut. Wow. Mein Name ist DJ Mel von den Beginnern aus Hamburg und ich bin heute hier, weil ich im Einführungskurs Splash bin, damit ich nicht von dem Festival zu sehr überwältigt werde und am Ende mit Herzkammerflimmern in der Ecke liege. Muss ich langsam darauf vorbereitet werden, was da geht. Und das war heute schon extrem gut, weil heute ging schon einiges. Und im Splash geht noch mehr. Da bin ich mir sicher. Neben den Sachen, die ich mit Dennis im Club mache, die sich halt mehr oder weniger mal anfühlen wie eine Beginner-Show, haben wir natürlich nicht viel gemacht, gerade nur Berlin-Festival, das war schon ziemlich krass. Das macht schon gut Laune, gerade wieder an den Start zu gehen. Also, vor allem macht es Laune, neue Sachen zu bauen. Aber erstmal spielen wir die alten Sachen. Dann kommen die neuen. Was wir jetzt hier 2012 auf dem Splash machen werden, ist einfach eine Welcome-Back-Geschichte. Einfach zu sagen, ey, pass auf, wir sind wieder am Start, wir wollen wieder was machen, wir haben Bock und so. Und dass wir Bock haben, das wird man auch sehen. Und was letzten Endes bei rumkommen wird, so an neuen Songs und so weiter, das werden wir jetzt hier auf dem Splash 2012 noch nicht zum Besten geben. Das heißt, wir werden eher eine Classic-Show machen, zeigen, dass wir am Start sind, wie gesagt, dass wir Energie haben, dass wir hungrig sind, immer noch nach 20 Jahren oder mehr. Und was dann dabei rumkommt, das werdet ihr nächstes Jahr. Musikalisch ist es nicht so schwer, sich wieder zusammenzufinden. Es ist eher so eine Lebenslogistik-Problematik, weil Dennis in Berlin wohnt und zwei Kindern. Und es ist immer ein bisschen schwierig, irgendwie die drei Nasen da einen Hut zu kriegen. Jan hat natürlich immer noch extrem viel mit Jan Delay zu kriegen, hier nochmal einen Auftritt und da nochmal irgendwelche Aufnahmen. Klarer ist die Gewissheit, dass man nicht mit irgendeinem halbgaren Scheiß an den Start kommen muss, weil das machen alle anderen in absurden Mengen, da muss man nicht selber noch mitspielen. Deswegen dauert das alles so lange. Ich bin auf jeden Fall super stolz, wieder beim Splash dabei sein zu dürfen, besonders weil jetzt halt so eine neuer Flair da ist, neue Energie, sag ich mal, da ist und neue Kreativität am Start ist. Ich bin guter Dinge und freue mich auf den Splash, weil das einfach eine geile Mischung ist aus Oldschool, New School und das Ganze ergibt dann True School und darum geht's. Und ich bin stolz, dabei sein zu dürfen. Oh!